Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Life in the Woods mit Malkondo, Hallo. Wizcats aka Jenny, Hallo. Hanna, Hi. Und The T-Traw aka Dennis. Guten Tag. Und irgendwo ist Moonhawk, irgendwo unter Tage. Da drüben, ich sehe seinen Namen. Ja, das sind wir wieder. We are back. Und wie ihr seht, ist hier einiges passiert. Jenny hat aufgeräumt. Jenny. Ich konnte mich nicht bremsen. Sorry. Und wie ihr hört, hat Jenny ein neues Headset. Ja, sie rauscht nicht mehr. Ganz ja. Super. Und sie hört sich ganz anders an jetzt plötzlich. Ja. Jetzt kommen die Meckert-Kommentare. Ja, aber ob das besser ist, weiß ich nicht. Ach ja, und Moonhawk hat auch eine Stimme. Genau. Endlich könnt ihr uns alle hören. Genau. Okay, was machen wir heute? Ja. Jenny? Also ich habe vor, diese Felder da draußen vom Fenster da, die werden wir schön sortieren und ordnen und die Tiere umlagern. Genau, okay. Die Tiere kommen dahin, wo jetzt die Felder sind und die Felder beginnen, wo die Tiere sind. Ja, das ist klar. Also einmal umdrehen. Genau. Also ich bin dafür, dass ich wieder in eine Höhle gehe. Nee, wir bauen unser Häuschen. Ach genau, wir wollten ja unser Haus anfangen. Mhm, genau. Das habe ich ganz vergessen. Und ich fange Dennis? Dennis wollte ja, bekommt eine Fee. Ich will auch genau. Eine Fee. Ich will mit, ja, ich gehe mit Dennis mit. Du kannst alleine das Haus bauen. Du kannst mit Moonhawk in die Höhlen gehen, der kriegt da unten von dir rum. Kann das sein, dass Malkondo nichts zu sagen hat? Komm mal hier. Kommt dir bekannt vor, ne, Moonhawk? Kuschel. Na gut, okay. Ja, Ja, so ist das. Ich habe nichts zu sagen, das ist, ja. Man ist immer der Gelackmeierte. Tja, so ist es. Wie war das? Konzentrier dich auf einen Punkt an der Wand und lass es geschehen. Genau. Wahre Liebe ist, wenn die Frau das Sagen hat. Ja, genau. Blödsinn. So, ich glaube, da schläft heute komm, jemand bitte? Auf dem Sofa. So, was? Ich muss hier rauskommen, so. Komm mit. Okay, erstmal alles abwenden. Warum ist hier eigentlich ein Tor auch noch wegen dem Huhn? Ja, wegen meiner Gudrun. Ah ja, okay. Und Gudrun muss unbedingt im Haus bleiben, ja? Ja, genau. Okay. Weil die zieht dann mit mir um. Ich habe überhaupt nichts zu essen, wenn ich jetzt hier irgendwo hinrennen soll. Da, auf meiner Seite, haben wir doch gesagt. Ja, aber habe ich nicht mitgenommen. Seite. Was für eine Seite? Ich muss jetzt erstmal schauen, wo ich meine Sachen einsortieren kann. Wenn du reinkommst, im Haus gleich links. Nein, rechts, Hanna. Jenny. Rechts, ja. Das Frauen links. Okay. Ja, genau. Kann man da mehrere Sachen in die Regale packen? Bis zu 64 und man kann die auch noch upgraden, also dass man noch viel mehr reintun kann. Es gibt okay. Kein... Und war das, was ich das nicht hier? Finde, schmeiße ich erstmal in die Kisten, oder wie? Ja, wir sortieren das dann. Alles klar. Ich zeige euch gerne auch nachher noch, wie diese Drawers gebaut werden. Ja. Und gemischtet. Ja. Auf jeden Fall. Toast. Ich will dann auch welche haben. Ich habe Toast mitgenommen. Der gibt ziemlich viel an Hungerquallen zurück. Ah, das ist gut. Toast finde ich auch lecker. Aber Nutella fehlt. Ja, Nutella wäre super. Ja, später machen wir auch Hamburger. Nein, Nutella Pizza. Dürfen wir ja gar nicht sagen, das ist ja Werbung. Nuss-Nougat-Creme. Okay. Das ist Nutella, genau wie das andere. St. Givin? Nee, was hier? St. Martin bleibt St. Martin. Und was ist das hier? St. Givin. Oh, alle. Ich habe das ganze Essen leer gemacht. Ja, das ganze Regal rausgeholt. Da war ja nichts mehr drin. Nee, raus, wir waren's nicht. Da war nichts mehr drin, Jenny. Ich muss verhungern. Nein, komm, ich koch dir was Süßes. Was so. Machen wir denn? Ich finde diese Okra nicht. Ja, Dennis, weg hier. Komm, ich gehe mit dir eine Fee einsammeln. Ich koch dir was. Nein, ich will doch auch mit, aber ich habe nichts zu essen. Da ist jetzt noch was. Irgendwo muss ich doch auch noch eine Flasche haben. Da habe ich eine. Nee, ein leeres Glas. Sag mal, hast du das ganze Weizen eingesammelt? Das ist gut, aber ich glaube, eine reicht für eine Fee, oder? Muss ich die damit einfangen? Ich habe Weizen schon reinkaut. Genau, musst du drauf. Weizen könnte ich ja mit dem Brot draufhauen. Ja, mache ich. Ich mache den Toast. Das ist ja wieder so brutalo einfangen. Wo ist denn das Weizen? Wo hast du das hingetan? Ja, da. Was machen die da drin? Sogar Schüsseln und so, ja, im Regal. Das ist ja total cool. Das ist voll cool. Das wäre was ja fürs Deko-Himmel. Oh Gott. Oh Gott, ich ahne fürchterlich. Ja, oh, Apothekerschränke sind cool. Ja, ist voll so, diese kleinen, wo die dann die Sachen rausholen. Weizen nicht. Der war ist doch besser da, zum der Schauen. Ist doch jetzt ja, grad draußen. Das ist erheblich besser als das immer war springen Reis. Zu müssen. Nee, das war Weizen. Da daneben war Weizen. Guck mal, das war so, Reis. Das ist so typisch irgendwie. Weißt du, die sehen uns auch da. Ja, das ist auch ich gut. Die sind auch völlig ach, ich abgelenkt. Weizen. Weißt du, ja, ich ja. Nicht so.
Weißt du, das ist so in der Küche, weißt du? Ah, Frauen in der Küche, ja, das ist so ein Ding irgendwie. Geht in die Feenwelt. Ach nee, wartet doch Millennia. Weißt du, das ist dann so, ah, wir müssen das kochen und hier nimm noch ein bisschen Oregano dazu und ach, vielleicht wie wär's damit noch ein bisschen. Ein Hauch Thymian. Aber ich finde das so cool, irgendwie, dass man hier die Pfannen und so sehen kann. Das ist sowas von genial. Was wir zusammen machen, Molenia, das würde dich interessieren, ist den Kühlschrank und den Herd und so gleich bauen nachher, ne, wenn ihr wieder da seid. Ja, machen wir. Ich will nicht wissen, was die beiden kochen da. Also die drei da drin. Die Frage was ist, ob wir das essen machen die da vom Fenster? Guck mal, Molenia. Was? Die Spanner. Was denn? Die Spanner und Lästern. Hanna ist das ja gewohnt vom Server schon. Creepy, ja genau. Creepy, kannst du mal herkommen? Creeper, komm doch mal her. Ja. Nein, Creeper kommt hier nicht. Creeper! Creeper. Komm, da ist mein Kontakt. Oder ja, Molenia, hier das Toaster backt für dich, dann nimmst du dir dann einfach raus, oh, ne? Oh, danke schön. Ich hab Toast und ihr ich auch. Das gibt übrigens viele Hungerpunkte zurück. Ja, wie viele? Weiß ich nicht, viele, hat Dennis gesagt. 4,5, glaube ich. Oh, ist deine Artischocke. Wohl doch nicht. Artischocke. Ich warte mal eben auf 1, 2 und dann können wir ja, das ist wie immer. Gott. Ja, wie immer. Man muss immer auf die ich Frauen bin ja nur warten. In der Küche und nicht im Badezimmer. Also dauert gleich zu lange. Im Badezimmer. Stell dir vor, die bauen noch ein Badezimmer. Um Gottes Willen. Nein, das so, ist, ich komme jetzt. Geht gar nicht. Oh, pass auf Jenny Haut und schon mit Lauch. Ja, richtig so. Ich hol gleich die Bratpfanne und zieh euch drüber. Ach, verdammt, ich kann ja gar nicht fliegen hier. Oh. So, los geht's. So, Dennis, also wir komm. Wir müssen in die Richtung. Alle, ich bring dir eine Fee mit. Warum hast du Feinde? Ja, wir bringen dir eine Fee mit. Ja, wir bringen Feen mit. Ich hab nur Dennis ein hat Glas. Dennis hat genug dabei. Ja. Okay. Oh, Creeper. Boom. Der geht schwimmen. So, den Baum machen wir da auch weg, Jenny? Ja, ich würde sagen, ne, dass die Tierchen da Platz haben. Okay. La. Wir hätten uns Boote machen sollen. Das wäre klug gewesen, glaube ich. Ja, jetzt kann ich endlich mal springen auf den Feldern. Also ich habe Holz mitgenommen. Du hast immer alles dabei, ne? Ja. Das ist so... Ich brauche halt. Ja, es ist so stark. Weißt du, die Handtasche. Das ist wie so eine Handtasche. Genau. Weißt du, das darf ist so das springen, Skelett? In der Handtasche ist das halbe Leben. Ja. Naja, drei Viertel würde ich fast sagen. Wieso drei Viertel? Drei Viertel und der Rest ist Müll. Aha. Ich bin die einzige Frau auf der Welt, die keine Handtaschen besitzen. Was? Oh mein Gott, wie schaffst du das? Das geht so gar nicht. Nein. Portemonnaie, Schlüssel, Schachtel, Zigaretten in die Tasche, fertig. Nur ach, weißt du, das Ding ist, wenn man mit Molenia einkaufen geht, dann gibt's jedes Mal eine neue Handtasche oder so. Gar nicht. Ich hab gar nicht so viele. Das stimmt, so viele hast du gar nicht. Aber in letzter Zeit sind da echt viele dazugekommen. Drei Stück. Ah ja, in den letzten anderthalb Wochen. Ja. Ja, mein Gott, wenn die aber gut aussehen. Aber ich verstehe dich, ja. Ich könnte mir auch ständig neue Handtaschen kaufen. Jetzt so zu jedem Outfit musst du neue Handtasche dazu. Ja, jetzt muss ja alles passen. Eben. Und das ist nur für euch Männer, also bitte. Ja, natürlich. So geht's mir gut aussehen. Ja. Ja, und außerdem, ne, in die kleinen Handtaschen, die sehen zwar toll aus, aber da passt nicht immer alles rein. Also braucht man auch noch große. Aber ich muss ganz ehrlich, ich staune, was ihr Frauen, entschuldigt, wenn ich das jetzt mal so sage, in euren Handtaschen, also ihr Handtaschenfrauen, ne, da drin habt. Das darf keine Stehlampen und Särge. Das ist ja? Ja? Da kommt eine ganze Couch zum Vorschein. Ja. Was, du willst dich setzen? Moment, ich hole dir die Couch raus. Ja, genau, so eine Tasche müde, wie Hermine hat. Ja, richtig. Ja, richtig. Ich will auch so eine Tasche nämlich haben. Ich habe so eine ganz kleine Minitasche, da passt nicht mal meine Geldbörse rein. Ja? Ah, die sind voll ätzend. Ich muss mir extra eine Geldbörse kaufen, die ich dort reintun kann. Ja, also ich habe meine, die ich jetzt momentan immer in Benutzung habe. Da kriege ich Portemonnaie rein, mein Handy und Schlüssel. Und das war's dann auch. Mehr geht da nicht rein, ne? Und wenn ich dann irgendwo anders hin muss, wo dann eben noch Haarspray mit muss und die Bürste und das Schminktäschchen und wozu eventuell braucht man noch Haarspray unterwegs? Naja, um gut auszusehen. Genau. Manchmal muss das mit. Ja, und dann muss ich natürlich die große Tasche mitnehmen. Da ist dann auch noch Desinfektionstücher drin und so. Immer wenn man halt woanders dann und aufs Klo geht und so. Das mein Boot geht nicht ab. Meins auch nicht. Was macht ihr denn da überhaupt? Ich habe auch immer so viel mit. Oh Gott. Geht nicht. Und ich muss auch immer mal alles, mein Kosmetikentäschchen muss immer mit dabei sein. Nee, also immer brauche ich das nicht, aber ab und an. Also, wenn ich nur einkaufen gehe oder so, dann nicht. Aber dann... Was ist denn jetzt? Mich nervt das voll, weil dann rutscht die Handtasche ständig von der Schulter und auch nö.
Nö, das geht eigentlich. Irgendwie leckt das gerade ganz arg. Ich habe keine Ahnung, wo wir sein. Ach, da hinten. Einfach schwimmen, genau. Jenny, hast du nicht gesagt, hinter der Insel ist ein Feenbiom? Ja, da müsste ein Feenbiom sein. Ah, da schwimmt ein Schiff, Boot, Dingens weg. Ja, die Nussschale schwimmt weg. Ja, ja. Ich bin da rüber geschwommen und da habe ich das schon gesehen. Ihr müsst auf bunte Bäume achten. Also wir sehen im Moment gar nichts. Außer also im Moment sehe ich gar keine Bäume. Wahrscheinlich müssen wir einfach noch ein ganzes Stück mit weiter. Machst du das Grille? Da noch weiter? Ja, oder? Grille. Ja, ein kleines Stück. Oh, ein Psycho. So eine reicht, oder? Noch eine Reihe. Nein. Nee, ich glaube, das reicht schon. Warum blubberst du? Ja, weil ich Zombiefleisch gegessen habe. Aber warum tust du denn das? Ja, weil ich gerade da war, da vorne, und hatte Hunger. Und aber dann salzt es dir doch wenigstens. Okay, aber mehr sehen kann ich gerade nicht. Ja, aber also dann hätte ich bis dahin müssen. Hier ist nur eine Insel. Ich war aber da unten. Ja. Dennis, wir sind hier bestimmt falsch. Ihr habt euch bestimmt verfahren. Ja, bin ich auch. Ja. Und wie immer fragen ja Männer nicht nach dem Weg. Genau. Genau. Ja, normalerweise hat man ja auch ein Navi dabei, aber ich habe meinen TomTom gerade nicht da. Oh Mann. Ich versuche meinen. Hanna, brauchst du noch Zaun oder hast du alles? Ich habe alles. Ich würde sagen, extra wir noch machen das hier zu mit dem und dann machen wir hier auf und scheuchen die nach oben. Ja, ja, das können wir so machen. Aber ich mache jetzt da nur schon mal, wo wir es dann. Wieso kann ich hier rein? Wo ich einsteigen? Ich kann hier nicht rein. Ja, das Boot. Also drauf stehen kann ich, aber das war's dann auch. Ja, einsteigen geht nicht. Nee. Und ich habe auch nicht mehr genug Holz. Doch, ich habe noch genug Holz. Also irgendwas ist hier ganz komisch. Ich glaube, die Boote wollen nicht. Nee. Ja, Boote sind doch komisch. Wenn ich nicht muss, nütze ich sie nicht. Hanna. Ja? Ich habe hier Zeugs eingesammelt, warte mal eben. Ach, da bist du. Was ist das denn hier? Ich musste mir neue Zäune machen. Halt! Zurück! Brot! Wow, klar, was ist das? Irgendwas... Eine rohe Schnecke! Ihh, man kann doch keine Schnecken essen! Oh, die Franzosen schon! Ich auch! Ich finde total lecker! Jenny! Ja. Das geht nicht! Doch, geht! Schmeckt gut! Nein, ich hab doch hier bei mir im Aquarium sitzen, beziehungsweise im Terrarium. Man kann doch keine Schnecken essen! Doch, ich kann das, die sind voll lecker. Ich wollte schon die Schnecken bei meiner Freundin im Garten essen, aber das hat sie mir verboten. Die sind doch voll süß, wenn die dich so angucken mit ihren Fühlern, dann kannst du die doch nicht essen. Doch, schmecken gut. Ah. So, Jenny. Ich komme. Wir können. Die ist Schnecken. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Die ist kleine Haustiere. Nein, ich esse auch Fisch und Garnelen und all sowas, was keiner mag. Ich finde das toll. Also Fisch esse ich auch. Fisch esse ich. Und Garnelen nicht so gern. Ich esse lieber Schrimps, da bin ich. Ja, die esse ich auch gern. Klein. Und Tintenfisch. Ich hab einen Schrimps für den. Was hast du? Ich hab einen Schrimps für dich. Gut denn? Ach, ein Schrimp. Ich hab auch einen Schrimp. Achso. Einen rohen. Aber das Einzige, wo ich mich weigere, das zu essen und auch zu probieren, ist Froschschenkel, weil ich das abartig finde, wie sie die herstellen. Ja. Deshalb, da mache ich absolute Verweigerung. Jenny, ich habe die Mühe, und Muscheln mir geht nicht. Helfen? Ich komme. Muscheln kann ich auch nicht. Kannst du die Tore abbauen und dann. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, es ist irgendwie blöd, wenn wir jetzt hier nur über die Insel rennen. Ja, wir sollten weiter, ne? Weiter gucken. Nein, soll ich nochmal Boote machen? Wir sind noch Hühner in der Ecke. Das macht nichts, die backen wir jetzt noch. Brauchen eh was zum Essen. Wisst ihr denn, wie wir wieder zurückkommen? Ja, TP. Ich hab da ganz viele. So. Und ich kann die auch nochmal anfangen. Das war zu viel. Warte mal, der ist da. Für mehr die jetzt da noch? Danke. Huch. Du hast meine Werkbank. Bitteschön. Esel soll ja auch gut schmecken. Esel? Jenny, jetzt hör auf. Ja, Esel wird hier. Jetzt, also. Ist gleich gebannt, die ist, erst isst du meine Haustiere und dann willst du auch noch einen Esel essen. Also bei Jenny, ne, da müssten wir hier mal abschließen. Ne? Die darf gar keinen Fall zu uns rein. Die futtert uns das ganze Terrarium. Nachher isst die uns noch den Esel weg. Unsere Freundin, ne, die wohnt im Sauerland und die hat im Garten Weinbergschnecken, die richtig großen. Oh, cool. Aber ich könnte nicht was Herz bringen, da einen zu sammeln und dann, das könnte ich auch nicht. Aber wenn ich im Restaurant bin, dann esse ich doch ganz gerne mal Schnecken. Und warum waren die am nächsten Morgen alle weg? So kommt's raus, Jenny. So kommt's raus. Ja. So, Jungs, Boote ins Wasser und los geht's. Jawohl.
Wohin? Eine Seefahrt, ist einfach lustig, mal eine Seefahrt, die ist schön. Holla, ja, da kann man was auch immer holla, sehen. Holla, hi, holla, ho. Zumindest kein Feenwald. Nee, aber ich kann Korallen sehen. Wir können ja mal sehen, nachher sind wir auch bei Block 45.000 oder sowas. Ich glaube, die fahren zu weit geradeaus und hätten mehr links. Guck mal, Hanna, hier da sieht man doch schon. Hanna, warte, guck mal. Warte, ich kann gerade nicht die. Wir sind wieder zu Hause. Wo bist du denn? Immer Mulenia hinterher, genau. Dennis, immer Mulenia hinterher, genau. Ich glaube, wir sind wirklich falsch. Das ist ein Hai vor sich, ne? Ich habe nicht so weit die Sicht. Ach so, ja, da müssen wir ein bisschen näher ran. So, wo müssen wir denn hin, Jenny? Ich ja, ich kann die Sicht nicht weiter. Wo seid ihr denn? Wir sind jetzt unten. Sind die nicht in die Richtung gefahren? Nicht aussteigen. Wir sind da hinten gefahren, ja. Also wir sind jetzt links vom Haus. Ihr könnt mit dem Boot rumfahren, dann seht ihr uns. Wir warten unten am Strand. Okay. Okay. Links rum hast du gesagt? Ja. Mach mal die Sicht weiter. Nein, ich kann nicht mehr einsteigen. Dann jedes Mal, wenn man da einmal das Boot gebaut hat. Ich hab ja, und hier ist irgendwo ein Hai. Der kriegt mich bestimmt gleich. Da hinten sehe ich die bunten Bäume schon. Warte mal, hier ist das kann nicht richtig sein. Wir müssen bestimmt in die andere Richtung. Was für eine Sichtweite hast du? Glaube ich auch, warte, ja. Ich guck mal. Mulenia, ist noch alles gut bei dir? Warte auf mich. Ja, wir kommen dafür rüber zurück in deine Richtung. Okay. Ich laufe einfach über die Insel drüber. Ich glaube, dann bin ich scharf. Ja, lauf mal also auf die andere. Also wir sind sozusagen hinterm Feld. Okay, ja, ich komme. Ja, dann ist das jetzt wahrscheinlich die richtige. Ich steige jetzt hier nicht aus. Ich auch nicht. Bleib jetzt hier drinnen. Für immer. Für den Rest des Let's Plays bleibe ich jetzt in diesem Boot. Schaut mal, ich weiß nicht, wie weit eure Sichtweite ist, aber seht ihr da hinten die Bäume? Ja. Das müsste so ein Magic Wald sein, wenn ich mich nicht geirrt habe. Ich sehe euch nicht. Ihr seid... Wo bist du? Da, Mulenia. Ja, Mulenia, weiter. Ja, genau. So. Guck mal, da drüben, Mulenia. Siehst du das? Da drüben, hinter der Wüste? Ja, das sind bunte Bäume. Genau. Genau, das müsste das sein. Okay. So, Jungs, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Mulenia weiß, wo es lang geht. Also immer Mulenia hinterher. So, wir machen jetzt mal hier weiter. Jo. Wo seid ihr? Wir sind hinter dir. Hinter dir und neben dir. Okay. Okay. Da brauchen wir auf jeden Fall da Stufen oder so. Ja, ich würde auch die Felder so ein bisschen vielleicht wie die Dorfbewohner, so in der Art, nur so abgrenzen. Ja, ja, das ist eh eine gute Idee. Hier ist es bunt. Was leuchtet hier im Wasser denn so? Das ist Atlantis? Atlantis? Oh nein, mein Boot ist kaputt! Oh nein! Was ist das? Was ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, mal eben kurz hier zu beenden? Ja. Die Aufnahme. Genau. Fürs Erste. Schon vorbei. Jo. Ja, erstmal. Oh, cool. Warte, Jenny, ich muss noch zu Jenny gehen. Ich bin allein im Haus. Gucken, was da unten ist. Ich komme. Das sollten wir uns vielleicht mal anschauen. Dass wir zumindest zusammen sind. Das machen wir dann aber in der nächsten Aufnahme. Genau. Okay. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.